didn't even get to cross. Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start und heute mal mit einem kleinen Infovideo zu Forza Horizon 3. Ja, wie ihr schon gesehen habt oder vielleicht mitbekommen habt, soll es ja ein erstes DLC geben für Forza Horizon 3. Das Ganze startet am 13.12. und nennt sich Blizzard Mountain. Ja, da der Name ist quasi Programm. Ja, unter anderem soll es durch Schneestürme gehen, durch Berge. Und ja, die Sichtverhältnisse sind dann eingeschränkt und on top auf dem Ganzen gibt es natürlich auch neue Fahrzeuge, aber gehen wir das mal im Einzelnen durch. Der ein oder andere fragt sich, Australien, Berge, wie passt das zusammen? Ja, in Australien gibt es auch Berge. Der neue Schauplatz sind die australischen Alpen. Schnee, Eis ist dann quasi das Programm. Es soll 50 neue Events und Challenges geben. Des Weiteren neue Spielmodi, die zum Beispiel Hillclimb, Descent oder Blizzard heißen. Also Hillclimb wird sowas sein, ja, dass man die, ja, so Pikes Peak mäßig die Berge rauf und runter driftet oder Rennen fährt oder, ja, wie gesagt, als schnellster unten oder oben ist. Wie genau das aussehen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Ja, Blizzard versteht sich von selbst, wird wahrscheinlich so Sturmfronten sein oder so, die dann im dynamischen Wetterwechsel so ein bisschen einfließen. Da kann man sich einiges drunter vorstellen, aber ich denke mal, das wird eine ganz coole Sache. Das war aber noch nicht alles. Es werden auch neue Löffellisten. Ja, Wolldecke im Mund. neue Löffellisten-Events ja, mit einfließen. Dementsprechend dann auch Blaupausen und natürlich neue Rivalen-Herausforderungen. Wie das Ganze aussehen wird, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da werden einige neue, ja, sag ich mal, Spielelemente auftauchen, die auf jeden Fall, boah, mich sehr neugierig machen. Und ja, nicht zu vergessen, 28 neue Achievements soll es auch geben. Wer da heiß drauf ist, da gibt es auch Nachschub. So, die Landschaft wird auf jeden Fall aus verschneiten Bergen bestehen. Es soll einen zugefrorenen See geben. Ich weiß nicht, da wird es vielleicht auch einen abgesteckten Drift-Parcours geben oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Und man soll einen Winter-Extrem Sportpark entdecken können. Da bin ich mir nicht sicher, wie das Ganze aussehen soll, ob man dann nur, sag ich mal, in so einer Snowboard-Halfpipe mit dem Wagen durchcruisen kann oder sonst irgendwas. Da bin ich auf jeden Fall auch mega gespannt. Und es gibt noch eine Neuerung, und zwar es wird ein Winterreifen-Package geben. Also man kann ja upgraden zwischen Rennreifen, Straßenversionen, Reifen und hier und da. Ja, und jetzt gibt es dann halt auch noch in den Tuning- oder Upgrade-Möglichkeiten ein notwendiges Winterreifenpaket. Ja, da werden wahrscheinlich andere Fahrphysiken, heißt das eigentlich Physiken? Oder ja, ich denke schon. Ja, greifen wird vielleicht ein ganz anderes Fahrgefühl geben und ja, da sind dann die Winterreifen logischerweise notwendig. Ist ja dann auch Winter, passend zur Jahreszeit. Ja, und da bin ich auch mal gespannt, wie sich die Fahrzeuge verhalten. So, das ist aber noch nicht alles. Es wird noch 8 neue Fahrzeuge geben. 7 normale DLC-Fahrzeuge, also die ganz normal erworben werden können. Und ein Scheunenfund. Und der wurde natürlich nicht verraten. Macht ja auch wenig Sinn. Kennt man ja noch von der alten Update, beziehungsweise DLCs. So, und von den neuen Fahrzeugen her ist unter anderem, oder ich kann so mal alle vorlesen. Das ist der 2016er Ford Gymkhana 9 Focus RSRX. Wer die Videos von Cam Block kennt oder das so ein bisschen verfolgt, der wird den Wagen auf jeden Fall kennen. Ist das absolute Monster. Ist so ein, ja, Rallye-Car, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall richtig geil. Da bin ich auch schon richtig drauf gespannt. Des Weiteren 1965er Ford F100 Flareside Abetti Racing Trophy Truck. Ja, da habe ich leider kein Foto von, ja, gefunden. Kein passendes, vernünftige Größe und so. Ihr wisst schon. Und ja, das ist halt so ein, ja, wie soll ich sagen, in die Jahre gekommener, so ein Stahlmonster, sage ich jetzt mal. Sieht sehr wuchtig aus. Ist halt ein Trophy Truck.
aber halt aus damaliger Zeit und richtig extrem. Ich bin jetzt nicht der absolute Fan von Trophy Trucks, interessiere mich eigentlich überhaupt nicht. Aber ja, der sieht auf jeden Fall interessant aus, sagen wir mal so. So, ein weiteres persönliches Highlight, der 1975er Lancia Stratos HF Gruppe 4. Den finde ich ziemlich geil. Den gibt es ja schon im Spiel, aber man kann ihn nicht als Gruppe 4 umbauen. Und ja, auf jeden Fall geil. So, kommen wir zum nächsten Fahrzeug. Das ist der 1985er Lancia Delta S4 Gruppe B. Ähnlich wie beim Lancia Stratos gibt es jetzt dann auch halt die Rallye-Version im Spiel. Der normale Lancia Delta war auch schon im Spiel, ist aber auch sehr geil, dass es den dann auch gibt. Es passt ja auch gut zum Thema, sagen wir mal so. Deswegen ist er auch wahrscheinlich dabei. Joa, und was haben wir noch Schönes am Start? Ja, ein 2016er Nissan Titan Warrior Concept. Ich würde sagen, das ist die Antwort auf den Ford Raptor, nur von Nissan. Hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen gehabt. Ich war da jetzt auch bei Fahrzeugen nicht so besonders up to date. Ja, wie gesagt, ich hatte noch gar nichts gehört, noch gar nichts gesehen von dem. Es ist auf jeden Fall interessantes Fahrzeug. Ist jetzt nicht spektakulär, sieht zwar mega aus, aber wir werden sehen, sagen wir mal so. So, ja, dann gibt es noch einen 2016er RJ Anderson Polaris RC Air Rockstar Energy Pro 2 Truck. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ja, ist halt auch wieder so ein Trophy Truck, glaube ich. Ja, sieht zumindest so aus. Und ja, von Rockstar halt, Rockstar Energy. Ich glaube, den Wagen hat man schon des Öfteren gesehen. Ja, ist halt auch ein Trophy Truck. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so der Fan von, aber vielleicht, ja, im Rahmen des DLCs machten die vielleicht richtig Bock. Das werden wir sehen. So, und dann kommen wir zum letzten angekündigten Fahrzeug. Und zwar ist das der 2016er Subaru 199 WRX STI VT 15R Rally Car. Ja, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ja, die Subaru Rally Cars finde ich eh ganz cool. Und ja, das steht dann außer Frage, dass ich da auch meinen Spaß mit haben werde. Könnte auch interessant sein. Generell mit den Rally Cars, diese Hill Climb Aktion und da soll ja noch King of the Hill ins Spiel einfließen, wo man wahrscheinlich dann die beste Zeit ohne Schaden oder sonst irgendwas bestehen soll und wird wahrscheinlich eine Menge Laune machen mit dem Rally Cars. Also, wenn ihr da auf jeden Fall interessiert seid an kommenden Videos und euch für die Forza Horizon 3 ja, Videos interessiert, dann schaut auf jeden Fall wieder rein oder lasst ein Abo da, dann verpasst da eh nichts mehr. Falls ihr euch nicht dafür interessiert, also so brennt, aber dem Thema eigentlich nicht abgeneigt seid, seid ihr auch natürlich auch eingeladen, in die Videos reinzuschauen. Da wird auf jeden Fall was kommen. Da werde ich, sobald das DLC draußen ist, natürlich auch neue Videos auf dem Kanal bringen. Ja, und damit sind wir eigentlich schon fast durch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, ich sag's nochmal, dieses DLC erscheint am 13. Dezember. Ja, ist Teil vom Forza Horizon 3 Expansion Pass. Der kostet, falls ihr das nochmal wissen wollt, 34,99. Falls ihr die Ultimate Edition besitzt, kostet das Ganze 24,99, quasi 10 € billiger. Was gibt's noch zu sagen? Das war es eigentlich schon. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende vom Video. Schaut auf jeden Fall wieder rein. Ich würde mich freuen und ich würde sagen, bis dann.